So, da sind wir auch schon wieder zurück. Mittlerweile hier unten angekommen. Ich habe auch mittlerweile schon mal hier drüben den Bahnhof ein bisschen modifiziert. Sprich hier, ihr seht ja schon, ist wieder fleißig Synthesegas da. Habe auch hier das Zeug angeschlossen. Sprich, wird auch alles richtig angefördert. Demnach wird auch das schöne Zink hier wieder abgebaut. Hier kommt auch sogar schon ein Zug. Beziehungsweise hier kommt ständig ein Zug, wie es aussieht. Der kommt gar nicht so oft. Und ich sehe auch gerade klar, mit blauen Greifern ist das so eine Sache hier. Mal gucken, was uns fehlt. Dann ersetzen wir das Ganze mal kurz. Kleine Teile, das ist gar kein Problem. Da gibt es ja massenhaft. Oh, mittlerweile einfach riesige Anlagen hier. Oder riesige Wege. Oh, apropos. Mist. Es gab einen sehr genialen Trick. Also man hat mir auch zum einen ein Video empfohlen zum Angucken für die geheimen Factorio-Tipps, sag ich mal, nenne ich es jetzt mal. Zum anderen hat man mir ein Hotkey empfohlen. Ihr könnt nämlich auf der Karte anzeigen lassen, in welcher Fabrik was gebaut wird, ohne dass ihr eure Signale selber setzen müsst. Ich glaube, es war F4. Wenn ich jetzt nur wüsste, welches der vielen. Ich glaube, irgendwas mit Show Map und dann bla. Jetzt ist das natürlich wunderbar nicht nach dem Alphabet sortiert. Warte mal, kann man das sortieren irgendwie? Kann man hier suchen? Ah ja, doch, guck mal hier, man kann suchen. Ich gebe mal Map ein. Ja, genau. Show Recept Icons on Map. Jetzt machen wir mal hier einen Haken rein. Müssen wir das noch bestätigen? Used only for debugging. Oh ja. Uns? Ja, bei mir nicht. Bei mir schon. Das ist interessant. Guck mal, zum Beispiel hier. Muss halt eine gewisse Nähe. Kannst nicht ganz rauscrollen, dann siehst du es nicht. Ah, ich muss viel näher ranscrollen, alles klar. Warte mal, wenn ich jetzt noch die Strommasten ausmache, dann ist es noch besser. Dann sieht man es nämlich deutlich besser. Also ihr seht jetzt hier, gut, bei vielen Sachen ist es, macht es nicht viel Sinn, weil wen interessiert schon, wo jetzt hier das Zwischenprodukt hergestellt wird von Kupfer. Aber wenn wir jetzt weiter runtergehen, was natürlich schade ist, Einlagerungen werden leider nicht angezeigt. Also das muss man nach wie vor dann kennzeichnen halt auf der Karte. Aber wenn wir jetzt hier gucken, zum Beispiel, ich sehe sofort hier, guck mal hier werden die ganzen Schaltkreise produziert, hier werden die Zwischenprodukte produziert. Also, es hat schon was. Abnehmen machen trotzdem immer noch Sinn, weil man so von weiter auch draußen sieht. Eben, weil wenn ihr jetzt seht, so wie ich es jetzt eingestellt habe, habt ihr keine Ahnung. Stellt euch vor, das Symbol hier ist ja für unsere Schaltkreise 2, wenn ich das wegmache, habt ihr keiner mehr eine Ahnung. Weil ich muss so nah ranzoomen, um es zu erkennen, dass da diese zwei Dinger sind. Also es ist okay, es ist nett, aber irgendwie finde ich es persönlich, wie Kohli schon sagt, zu klein. Was ja auch Sinn macht, es ist ja auch eher, also ich glaube, ich mache es wieder raus. Glaubst du oder tust? Ich tu's. Hallo, ich habe gerade einen Haken angeklickt. So, ich tu's. Das zu dem Thema. Also einfach F4 drücken, falls ihr es selber nutzen wollt, könnt ihr einfach F4. Gebt einfach Map ein in der Suche und dann kommen zwei Felder zum Auswählen und Show Recept on Map. Das sagt ja schon alles. Zum anderen bin ich gespannt. Wir haben ja gerade aktuell eine Wette am Laufen von einem Zuschauer, der gesagt hat, er wettet, in spätestens 20 Folgen ist das Spiel nicht mehr spielbar, weil die FPS dann gehen Richtung, ja, 0 geht quasi. Also ich werde dagegen. Ich meine, 40 FPS ist immer noch da. Klar, momentan geht es gerade so ein bisschen Richtung 38, 39. Das kommt aber auch immer drauf an, was ich tue und wo wir gerade sind. Ich hab 60. Gut, klar. Ich auch. Ja, das ist klar. Ich weiß auch nicht, das liegt halt, wenn ich host. Denke ich mal. Also ich denke mal, wenn ich das Spielchen im Singleplayer aufmache, werde ich wahrscheinlich auch wieder bei 60 sein. Wahrscheinlich liegt es wirklich an der Ressourcenteilung. Ich weiß ja nicht, wie Factorio da tickt. Aber, also für mich, ich finde, das Spiel läuft für mich flüssig und das ist das Wichtige daran. Die Aufnahmen sind flüssig. Meine Mitspieler, bei denen läuft es flüssig. Deine Mitspieler sind flüssig. Meine Mitspieler sind flüssig, genau. Echt? Du bist flüssig? Und wann? Lang nicht überflüssig. So. Was haben wir hier Schönes? Ich dachte immer, Schüler haben kein Geld. Dachte ich auch immer. Flüssig in Form von Stoff. Der gute Album. Ja, ja. Da klaut wieder jemand Leiterplatten. Hab's ganz genau gesehen. Dieb! Ein Dieb! Was für ein Dieb? So.
glaube, Drohnenunterstützung haben wir unten gar keine. Brauchen wir aber dringend, weil wir hier einen Bahnhof brauchen. Das dauert sonst zu lange. Haben wir hier, das sind alles Anlieferbahnhöfe. Wir kopieren uns mal unseren Abnahmebahnhof. Das ist ja dann... Hier machen wir auch gleich noch weiter. Lass mich kurz nachdenken. Nee, das sind alles Anlieferungsbahnhöfe, ne? Für die Forschung. Das ist pervers. Ah, genau, die Forschung. Hier, die Fläschchen. Die hier. Also, wenn übrigens jemand Lust hat, und Zeit hat, und ich glaube, daran mangelt es wahrscheinlich eher, an der Zeit, ich biete ja schon Stufe 1 und Stufe 2 Fläschchen an. Auf dem Netz. Also, so ist nicht, ne? Du meinst eine Forschung aufbauen? Ja. Stufe 3 Fläschchen, meint er. Nee. Ich meine, eine Forschung aufbauen, wo die Fläschchen verwendet werden. Da hat der Promi schon recht. Bau ein Labor, kein Produktionsschritt. Ach, guck mal. Können wir Verbrauch generieren. Guck mal hier, so können wir es ranmachen. Generiert. Gesundheit? Was? Hä? Hat irgendwas generiert, ich hab's noch nicht verstanden. Ich hab gesagt Verbrauch generieren. Verbrauch ja, generieren. Genau. Weil es nicht lange anhält, solange ich kein Glas krieg. So, packen wir nochmal das drauf. Einmal drehen. Ich hätte gerne das so. Perfekt. Hat die Blaupause, die ist hier unten falsch. Das können wir hier kurz ändern. Das brauchen wir gerade auch nicht. Das muss nämlich hier so rum. Ja, wobei meine Glasanlage würde laufen, wenn sie die Erdschlagge loskriegen würde. Wenn. Aber diese Wenns. Warte mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Warte mal. Ich habe das kopiert. Das kommt von unten. Und da ist der Bahnhof da. Die Einfahrt ist hier. Das ist schlecht. Ganz schlecht, weil Bahnhof falsch ist. Gut, reißen wir mal hier kurz ab. Den Teil. Können wir das auch einfach in die Länge ziehen. Ist ja kein Problem. So. Oh, dreh doch. Danke. So, pass auf. So, schon hat sich das. Sprich, wir gehen dann in die Richtung hier. Können hier noch ein Kettensignal hinsetzen. Und können das dann hier hinten irgendwann anschließen. Hast du noch ein paar Hangar-Kudi? Schön, der kleine Teil. Achso, ich konnte vorhin keine kleinen Teile holen, weil ich voll war. Ah, danke schön, Cody. Schön. Ich baue trotzdem mal welche nach, dass ich dich nicht immer anpumpen muss. Pump ich dich beim nächsten Mal an. Und dann habe ich keine. So, ich baue mal 12 Stück nach. Dann kann ich auch einen Cody welche wieder geben. So, wir packen mal hier einen hin. Dann packen wir hier einen hin. Packen hier mal den Strommasten hin. Und klauen uns einfach den Strom von da. So. Jetzt schauen wir mal. Wir haben ja ein paar Drohnen vor der letzten Aufnahme im Auftrag gegeben. 23! Ist die Kiste irgendwie komisch. Letztes Mal waren auch 23 drin. Ich habe eben schon mal 20 rausgenommen. Und nachgefüllt an Gummi, weil Gummi fehlte. Okay, was fehlt denn jetzt? Alu ist da, Stahl ist da, Schaltkreise sind da. Motoren. Oh. Ah, warte, halt, da hab ich einige im Inventar. Soll ich eigentlich Rohre, also stinknormale Rohre, ins Netz bringen? Braucht man die irgendwo? Werden die irgendwo verarbeitet? Ich glaube, da reichen, wenn du rausnehmen Kisten machst, aber am besten nicht nur ein Stack. Sondern mal so 3-4 Stacks. Man braucht die Dinger eigentlich nur in irgendwelchen Gebäuden, glaube ich. Und halt gut für die Motoren brauchen wir sie. Ich habe gerade so leichte Lecks. Ja, ich auch. Ich glaube, es liegt an Drohnen Fnei. Bleiben immer mal stehen und ich auch. Ich glaube, es liegt an Fnei, weil ich merke nämlich gerade, wenn ich in Fnei rumklick, haut es meine Performance hier in den Keller runter. Dann liegt es an. Ach, der typische Fnei-Bug. Ist das ein Bug? Okay. Also ich bin gerade bei 20 FPS, wenn ich hier rumklick. Das ist krass. Einmal klicken und paff, geht's runter. Ja, dann lasse ich das mal mit dem Suchen. Wer hat uns nochmal Fnei empfohlen? Das ist ein Chaos hier mit dem Ding.
Schämt euch. Okay. So, Zeichen, Zeichen, das da rein. Ah, die brauchen wir nicht mehr, die kosten nur Platz. Die können wir... wo war das? Universallager für allen Blödsinn und Schnickschnack. Das war hier. Blödsinn. Genau. Ah, er hat es wieder gesagt. Wir merken uns bei 10 Minuten. Ich kann es rausschneiden für den Stream. Für den Pott meinst du? Was, mit dem Pott? Für den Pott meinst du dann, oder? Ja. Aber leise. Ich kann aufdrehen. Aber ein bisschen lauter rauskitzeln. Ich mach's ja eh nur, wenn Brummi mir sein grünes Licht dafür gibt. Warte, wie war das? Man kann ja mal ganz nah an das Mikro rangehen. Das erste Mal, dass ich einen Brummi richtig verstanden habe. Ach, das war Brummi? Naja, sonst steht das Mikro immer so ein Stückchen abseits von mir. Jetzt habe ich es wirklich direkt vor der Fresse. Ja, jetzt ist es aber auch klarer, finde ich. Also, oder? Kommt mir das nur so vor? Ja, weil ich quasi direkt reinspreche. Wie gesagt, sonst steht das Ding etwa einen halben Meter von mir entfernt. Ja. Eine ganz andere Soundqualität. Mhm. Oh Gott, ich baue Fließbänder. Nein, hör auf. Drohnen, hört auf, Fließbänder zu bauen. Wir haben doch hier oben tonnenweise... Genau, ihr Drohnen. Macht keinen Blödsinn. Ah, es werden sogar Rohre gebaut. Oh Gott, 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 Gott. So, ja, Greifer ist okay. Ah, meine Inventarbestände gehen gerade mal wieder ein bisschen in die Höhe. Das ist schön. Schaltkreise, ja, sehen jetzt aus. Zack. Mal welche rausholen. So, dann können nämlich hier diese Greiferchen, hatten wir ja vorhin schon vor, boah, wo war's denn? Das war hier, ne? Genau, hier. Können wir das mal ein bisschen verstärken hier. Hat er mir jetzt gerade Erz gegeben oder hat er mir Erz gegeben? Ich glaube, er hat Erz gegeben. Ich sehe es komischerweise nicht, aber ich hätte schwören können, er hat mir Erz gegeben. Na egal. Ja, faszinierend. Und wetten, er hat dir Erz gegeben. Achso, ja, wir brauchen noch mehr Greifer. Oh je. Also noch mehr Leiter. Mehr Greifer! Und mehr Fließbänder vor allem. Duralumin, kleine Teile, alles klar. Da ist die kleine Teile. Jetzt kommen wieder diese Bauphasen natürlich. Sorry dafür, aber das ich kann es nicht ändern, sorry. Ist aber halt so. That's Factorio. Ja. Yeah. And that's... F-U-C-K? Genau. Ziegel fehlt uns auch noch. Und wieder Eisen. Ich meine hin und her hier. Und Stahl. Und wieder Eisen. Wieder Stahl. Nee, immer bitte noch. Die alte Rohrfabrik bitte nicht mehr füttern, ne? Ja, geht in Ordnung. Was, ihr schon auf zu arbeiten? Habt ihr nichts mehr oder was? Sie gießt die schon leer. Hallo, da hat's noch so viel Fließbänder. Wieso hört ihr auf zu arbeiten? Wollt ihr mich verarschen? Ah, jetzt haben sie es kapiert. Okay. Hat ein bisschen gedauert, bis die KI wieder einsetzt. Okay. So, halt Quatsch. Das. Nee, was mach ich denn da? Das geht doch gar nicht in die Richtung. Das muss doch da hoch. So. Das muss eindeutig hier drauf, da drauf. Und dann brauchen wir hier natürlich einen. Wo ist er? Haben wir sowas noch? Ja, einen konstanten Kombinator, wie immer. Kopieren wir mal das hier einfach mit drauf kurz. So.
Das sind jetzt 32K, das ist natürlich falsch. Wir packen hier Stackgrößen wieder ein. Packen hier natürlich wieder. Was haben wir pro Waggon? Ich vergesse das schon wieder. 40. 40. Das heißt 120 pro kompletten Zug. Stacks, natürlich. Maximale Zuganzahl. Passt hier noch ein zweiter rein? Muss ich gerade mal gucken. Theoretisch habe ich es, glaube ich, lang genug gemacht. Praxis nicht, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Da guckt der Scheiße. Wenn ich das Signal da hinkriege. Nee, dann verschieben wir das Ganze hier noch ein Stück, dass wir da noch mehr reinkriegen. Das ist sonst echt kacke, wenn hier nur ein Zug reinkommt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Schaltkreise des Öfteren auch mal mehr wie ein Zug kommt. Schneiden wir einfach das hier aus. Und packen es einfach dahin. Passt. Rossi? Ja? Du gerade mal da unten bist. Ja. Hat mir gefallen. Ja. Gehst ein paar Schritte hoch und machst bei der Schaltkreiskiste vielleicht mal mehr als zwei Stacks. Drei Stacks? Wie wär's mit 10? Mit 10? Du willst immer 1000 haben? Ja, man kann ja auch die Hälfte nehmen, wenn man nicht ganz so viel braucht. Wobei, ihr könnt ja auch mehr als eine Kiste setzen. Stimmt, ist eh praktisch. Immer diese Extra-Wünsche hier. Naja. Für wirst du bezahlt? Ich hätte keine Extra-Wünsche gehabt. Klar, ja. Steak-Size umstellen ist kein Extra-Wunsch? Nö. Was ist Steak-Size umstellen? Steaks? Steak-Size? Alles unter 500 Gramm ist Aufschnitt. Apacho. So, ich habe jetzt einfach drei verschiedene Größen da eingestellt. Dankeschön. Besten Schatz. Aber unsere Schaltkreise gehen bald aus, weil ich nach wie vor kein Glas krieg. Ja, wie gesagt, meine Anlage kriegt Erdschlacke nicht weg. Die Erdschlacke steht die halbe Zeit. Also eben war sie komplett gestanden. Ich weiß nicht, ob sie jetzt wieder läuft. Hier ja, wird in Erdschlacke überall verarbeitet. Und eine Anlage. Ja, und hier ist eingestellt 465.000. Und vier Züge sind unterwegs. Oh, Strom ist gerade ein Problem. Lol, wir haben Stromprobleme. Wir sind bei 970 Megawatt und haben Stromprobleme. Eigentlich, also Synthesegas ist voll. Was sagt Promis Stromanlage? Die ist auch am Rattern. Die hat sogar noch brennbares Gemisch. Gut, dann baue ich einfach noch ein paar Turbinen. Kein Problem. Es hat noch Platz für 5 Turbinen. Was brauchen denn die Turbinen? Hallo. Neoprenfilm hier, das ist ja kein Problem. Die haben wir ja da. Irgendwie sind die Frachtrohnen schon ein bisschen bescheuert, oder? Ja, warum? Ich hatte was kurz in die Abfallkiste gemacht, damit ich Platz in der Tasche habe. Hab's dann allerdings in eine Logistikkiste von Hand gepackt. Eine Minute später kommen die ganzen Frachtrohnen, die das Zeug aus meinem Abfallplatz holen wollten. Gehen jetzt einmal kurz an mich dran und gehen leer wieder weg. Ist doch gut. Wollen halt auch mal ein bisschen kuscheln. Genau. So, also Strom ist wieder stabil. Gerade mal 4, das ist ja lächerlich. Ich glaube, ich helfe meinen Drohnen gerade mal mit, das wird hier sonst nichts. Warte, ich bin voll. Nee, wieso bin ich voll schon wieder? Ja, diese Alkohol. Dossi, du bist immer voll. Puh, ihr gönnt mich alle mal. Was denn? Gern haben? Ja. Ihr könnt mich alle gern haben, bitte. Nee. Habt ihn alle gern, lasst ein Like da. Ja, genau. Oh, Jesus. Wie war das? Like und Subscribe. Oh, ja. Und extra falsch gesagt. Also, ich muss ja sagen, gut, auf der einen Seite, man merkt es natürlich, wenn man solche Sachen nicht erwähnt, dann passiert das wirklich teilweise so, dass es halt auch einfach auf deinem Kanal nicht passiert, dass Leute irgendwie Däumchen geben oder sowas. Aber auf der anderen Seite denke ich mir irgendwie immer, muss das denn immer sein, dieses
penetrante darauf hinweisen, mach doch bitte das und das. So auf YouTube das Neueste ja immer mit dieser Glocke. Drückt das Glöckchen, damit ihr auch ja nichts verpasst und so ein Blödsinn. Hilft nichts. Tatsächlich hilft die überhaupt nichts. Ich hab sie noch nie aktiviert, weil mir das zu doof ist. Nee, ich verfolge ja auch andere YouTuber und was? Selbst wenn du das Dingens anhast, du kriegst einfach keine Benachrichtigung bei manchen Kanälen. Das ist einfach bescheuert. Also funktioniert super. Es funktioniert halt so typisch YouTube-Algorithmus technisch nicht. Hast du das gehört, Dossi? Der verfolgt auch andere YouTuber. Ja, ja, bei mir geht fremd, habe ich schon mitbekommen. Ja. Tja, das der Dossi bringt ja nicht genug Stuff, womit man sich wochenlang beschäftigen kann, ne? Was? Du musst doch nur die Livestream-Wiederholungen dir angucken. Das reicht nicht. Das reicht uns nicht. guck doch einfach die Wiederholung an von Staffel 1 bis 9. Bist eine Weile beschäftigt. Das Lachen, die habe ich schon alle durch. Das mit den Benachrichtigungen funktioniert so gut, wie mein Opa immer gesagt hat, wie man seinen Hund erziehen muss, dass er immer hört. Gehst her oder nicht? So funktioniert das auch. Mal geht's, mal nicht. Weil ich krieg bei Dossi auch nur die Hälfte benachrichtigt. Ja, keine Ahnung. Ich habe darauf keinen Einfluss. So. Was haben wir hier? Hat er nicht? Ist irgendwas kaputt? So, Röhrchen haben wir jetzt auch wieder in der Produktion. Diesmal in groß. Röhrchen. Bin mehr für. Möhrchen. Wie wir das über Buletten essen. Du darfst aber keine Frikadellen essen. Ich weiß nicht, wo ich manchmal hier gelandet bin. Also manchmal schüttel ich mir echt den Kopf. Oh, Jesus. Ich bleib jetzt einfach hier stehen und lass meine Drohnen für mich arbeiten. So. Apropos Drohnen, wir können ja parallel mal gucken, wie weit Kodis Drohnen mit dem Schienennetz sind. Ja, es sind zwar überall noch Lücken drin, aber wahrscheinlich haben sie keine Schienen mehr. Ich weiß gar nicht. Wo ist denn hier eine Kiste? Da ist die Kiste. Die Kiste sagt, sie haben noch 400 Schienen im Netz. Oh, komm, können wir mal reinschmeißen. Und nochmal hier eine Ladung 1000er Schienen holen. Ja, 100? Oh, okay. Wie bitte? Waren vorhin mal über 2000. Ja, und ich habe auch noch 1000 reingeschmissen, ne? Bitte. Ja, ich habe ja hier eine ganze Strecke hier vernetzt. Jetzt finde ich die scheiß Kiste wieder nicht. Kann man sich Logistikkisten auf der Karte anzeigen lassen? Nee, ne? Glaube nicht, Tim. So, jetzt haben sie wieder 1200. Wird abgeholt, 330. Alles klar. Logistikdrohnen sind bei dir auch. Bauroboter meine ich. 600 Stück schon. Cool. Es werden wieder keine gebaut, weil. Oh, die. Die fressen Schaltkreise, aber ich will gar nicht so viele Schaltkreise reinschmeißen. Was ist hier kaputt? Alles. Ich glaube, das geht hier nicht so, wie das soll. Ich weiß zwar nicht warum, aber okay. Manchmal geht's, manchmal nicht. Dann halt Quatsch. Ich will mal Schaltkreise eingeben, aber dabei heißen die Dinger Leiterplatten. Ja, das ist halt immer so blöd, wenn man sich an einen Namen gewöhnt hat, kommt der nächste. Ja. So. Ich meine, es ist ja schon ganz, ganz neu, dass die Dinger jetzt anders heißen. Ja. Kann natürlich auch. Kann man nicht merken in der Zwischenzeit. Es kann natürlich auch sein, dass ich es gerade nicht gesehen habe und der Belader hier war falsch rum. Da ich es kopiert habe, können wir mal ganz kurz gucken, ob das hier auch so der Fall ist. Halt, ich hab's von hier kopiert, aber es sieht nicht so aus. Passt. Auf jeden Fall sperren sie so, wie sie sollen. Das ist okay.
So, das heißt, Schaltkreise sind jetzt auf jeden Fall im System. Leiterplatten, aber es wird eine Weile dauern, bis wahrscheinlich irgendwelche Züge das abholen können. Und wir müssen natürlich hier noch einen Ausgang für unsere Züge natürlich anbieten. Also machen wir das mal eben kurz hier. Das können wir auch kurz selber legen. Kurz schauen. Hier ist die andere Spur. Wir müssen jetzt bis hierher kommen. Also es wird ein weiter Weg. Es wird ein weiter Weg. Und da reichen auch die 200 Schienen nicht, sehe ich gerade. Also holen wir uns hier einfach mal einen Batzen kurz mit. Dann packen wir hier das mal kurz hier hin. Und dann müssen wir schauen. Wir nehmen einfach mal so eine Kopie mit. Wegen dem Schienennetz. Da ist das Signal. So. Dann passt es nämlich auch mit den Signalen. Hab da keinen Bock, nachher nachträglich alle Signale da rein zu klatschen. Hm. Jetzt willst du keine Arbeit machen? Nein. Bist du des Wahnsinns? Bist du geschnappt über? Nur der ganz normale alltägliche Wahnsinn. Der alltägliche Cody-Wahnsinn? Der ganz normale alltägliche Wahnsinn. Sag ich doch. So, wo müssen wir ran? Da müssen wir ran, okay. Na. Das müssen wir noch von Hand machen. Ja, wird schon passen. Da ein Stück wieder abreißen. Das ist wahrscheinlich auch zu weit gewesen. So, passt. 1, 2, 3, 4, 5 ist in Ordnung. Und hier sind sie auch, also ist okay. So, rein theoretisch brauchen wir die Schiene hier nicht verbinden bis hierher, weil im Endeffekt sind das ja die Einfahrten hier. Ich glaube nicht, dass hier mal ein Zug entlang muss und dann hier wieder raus muss. Dummerweise ist unser Bauzug da. Also müssen wir da langlaufen. Aber ist okay. So, und dadurch, dass wir jetzt hier die Möglichkeit haben, die Leiterplatten abholen zu können, können wir jetzt zu unserer Forschung mal rüberfahren. Und da mal ein bisschen unten aufräumen, die ganzen Schienen neu setzen oder die fehlenden Schienen eher setzen. Und da auch mal gucken, was wir da alles einstellen müssen. Und ich denke mal, bis auf Gummi können wir da alles einstellen, glaube ich. Beziehungsweise Gummi können wir theoretisch auch einstellen, es wird nur nichts kommen. So, schauen wir mal kurz, ob das alles verbunden ist. Ah, hier fehlt es noch, gut, dann einmal durch. Und Gas geben. Alter, was hat denn der von... Koks. Hm. Der ist ganz schön langsam. Aber okay. Der ist langsam. Der Zug hier, in dem ich sitze, der hat eine beschissene Beschleunigung. Hm. Nicht gut. Was natürlich jetzt nicht, ob er Koks drin hat oder ob er das... Korskohl gerade aktuell drin hat, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich das linke, also Koks. Komm, das macht mal schneller hier. Geil, habe ich da Vakuum eingestellt. Oh, hier fehlen natürlich überall Signale, sehe ich gerade. Ich setze sie jetzt einfach mal provisorisch hin. So. Okay, passt. Wo wollen wir hin? Zur Forschung. Die ist hier unten. Nehmen wir gerade mal diesen Wartebereich. Ah, fahren zum nächsten Bereich und ich würde sagen, das nutzen wir natürlich wieder wie immer für einen kleinen Cut, wie es hier weitergeht. Das seht ihr dann einfach beim nächsten Mal wieder. Danke fürs dabei sein. Ciao. Tschüss.